Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Michael und ich stelle euch heute meine Serie 2A vor. Ja, wir haben die Serie 2A jetzt seit etwa 4 Jahren. Wie sind wir dazu gekommen? Ja, wir waren auf der Suche nach einem Fahrzeug, das Anhänger ziehen kann, für das Pferd meiner Frau. Und haben uns dann gedacht, ja, ein Offroader wäre ja ganz schön. In die nähere Wahl ist dann gekommen, entweder ein T3 Synchro oder aber ein Land Rover. Ja, wir haben lange gesucht. Die Preise haben uns etwas erstaunt, gerade bei den neueren Defendern oder Ähnlichem. Ja, und am Ende sind wir durch einen glücklichen Zufall zu diesem Schätzchen von 64 gekommen. Ursprünglich ist der hier ausgeliefert worden an die britische Rheinarmee, war ursprünglich in Mönchengladbach stationiert, von 64 bis etwa 67. Dann ist er verkauft worden nach Holland. Da ist er dann auch jahrelang verschwunden gewesen. Irgendein freundlicher Holländer hat ihn dann grundauf restauriert. Ja, und in dem Zustand haben wir ihn dann auch bei einem Freund von Bekannten von uns gefunden, der leider ein paar Autos zu viel hatte. Und jetzt haben wir einen mehr bei uns im Stall. Ja, wir haben, nachdem wir ihn gekauft haben, relativ schnell festgestellt, dass er für den Alltag nicht so optimal geeignet ist, weil die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 75, also gerade eben auf der Straße. Wenn die anderen, die Jeeps, frisch aus dem Werk hier mal Gas geben, dann stehe ich da. 75 ist so das Maximum, was ich dem guten Motor antun möchte. Verbrauchen tut er dabei irgendwas zwischen 16 und 20 Liter. Und insofern für meine tägliche Arbeitsstrecke von etwa 40 Kilometer einfache Strecke ist das Ding nicht wirklich geeignet. Ja, innen drin, man sieht, ich habe dann doch noch ein paar Instrumente nachgerüstet. Ursprünglich war eigentlich nichts anderes als das hier da. Ein bisschen Lichtschalter, Zündschlüssel. Und immerhin ein Regler für die Heizung, der immerhin 2 Stufen hat, nämlich an und aus. Ja, ein bisschen Öldruck und Voltmeter habe ich noch eingebaut. Die üblichen 3 Pedale, die hat er immerhin. Und die Hebelei, Allrad im Fahrbetrieb, also ohne Untersetzung. Und wenn ich den hier nach hinten ziehe, habe ich dann auch noch die Untersetzung mit da drin, dann im Allrad. Für den TÜV musste tatsächlich noch die Warnblinkanlage nachgerüstet werden. Das war so ziemlich das Erste, was ich an dem Ding hier gemacht habe. Ja. Sehr schön an dem Ding ist, man kann es im Sommer natürlich auch offen fahren. Einfach die Plane weg, die Scheibe wird dann nach vorne geklappt und dann hat man ein wunderbares offenes Fahrzeug. Besser als jedes Cabrio. Was sind das hier für Dinge? Das sind die Scheibenwischer. Ich kann mal gucken, ob wir es gerade hinkriegen. Aber muss ich tatsächlich. Nee. So. Immerhin einzeln angetrieben. Das hat den Vorteil, wenn der Strom mal ausfallen sollte, kann ich es auch manuell machen. Das hier ist der gute alte Heizlüfter. Ist schon fast Sonderausstattung bei den Autos. Normalerweise werden die ohne Heizung ausgeliefert. Und hier habe ich immerhin schon einen Heizlüfter drin. Über den Schalter kann ich ein Gebläse anmachen. Da wird es hier drin wenigstens für den Fahrer einigermaßen warm. Zum Öffnen, schöne alte Mechanik. Die 2 Hebel an der Seite. Und mit Ersatzrad braucht man doch ein bisschen Kraft. Der gute alte 2,25 Liter Motor, Benziner, wie gesagt etwas durstig mit seinen 16 bis 8 bis fast 20 Litern. Aber dafür soll er unkaputtbar sein. Ist nicht mehr ganz der Originalvergaser, das ist ein Weber, der ist nachgerüstet worden von dem Holländer, der den damals restauriert hat. Der soll theoretisch weniger schlucken, dadurch wird der Motor aber insgesamt heißer. So dass es in dem Moment wichtig ist, dass die Ventilatoren immer ordentlich laufen. Wie gesagt, fürs Offroad-Fahren nicht ganz so gut geeignet. Der Ventilator direkt über den Keilriemen angetrieben. Das heißt, wenn es mal ins Wasser geht, dann spritzt der auch das ganze Wasser in den Motorraum. Und
Da der Verteiler nicht wasserdicht ist, ist der Motor dann relativ schnell aus. Der Luftfilter ist noch ein schöner Ölbadfilter. Das heißt, die untere Hälfte ist tatsächlich mit Öl gefüllt. Also die ganze Luft geht erst durch das Öl durch, blubbert da durch, bevor es in den Motor reingeht. Da bleibt bestimmt kein Stäubchen dran. Ja, das Neueste an dem ganzen Ding ist tatsächlich die Batterie. Das war auch das Erste, was kaputt gegangen ist. Für den Fall, dass wir stehen bleiben, geht hier in das Loch die Kurbel rein und dann kurbeln wir den an. Du musst erst noch die Zündung anmachen. Und dann sollte es reichen. Und schon läuft er. Vom Gelände her bin ich extrem begeistert von dem Schätzchen. Also ich hatte ein wenig Angst. Bisher bin ich immer nur über Feldwege gefahren und wenn es da mal ein bisschen holpriger wurde, habe ich immer schon gedacht, oh Gott, gleich bleibe ich stecken, gleich muss ich den Bauern holen. Ja, und was wir heute hier mit dem Schätzchen schon gemacht haben, das finde ich ganz extrem gut. Also im Prinzip muss ich ihm nur sagen, nimm den Allradantrieb, lauf durch die Gegend und er macht es. Er geht hoch, runter, rechts, links, so wie die Strecke hier liegt. Also das perfekte Fahrzeug für Offroad. Also der Komfort der Blattfedern hat mich gerade eben extrem erstaunt. Gerade wenn ich die Autos vor mir, diese ganzen neuen luftgefederten Dinger durch die Gegend habe schaukeln sehen. Wir haben da drin fast nichts gemerkt. Also man hat schon gemerkt, dass es mal hoch und runter geht. Aber im Allgemeinen, hier im Gelände ist Blattfeder optimal. Auf der Straße ist es gewöhnungsbedürftig. Also für die Interessenten einer Serie 2A muss ich sagen, für jemand, der Spaß am Schrauben hat und jemand, der nicht darauf angewiesen ist, dass das Auto ständig fährt, ist der optimal. Er macht sehr viel Spaß, aber ja, man muss ab und zu mal schrauben. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass er morgens anspringt. Man muss also die Alternative vorm Haus stehen haben. Ich selber würde ihn schon wiederholen. Jedes Mal, wenn ich wieder das nächste zu reparieren finde, denke ich mir, Dreckskarre. Aber an so Tagen wie heute, da kriege ich das Grinsen dann wieder nicht aus dem Gesicht raus und ja, ich würde ihn wieder kaufen.